Ein brutaler TV-Skandal beim RTL-Nachtquiz, meine Damen und Herren. Und zwar die Moderatorin Mandana Naderian. Ja? Kennst du diese? Guckst du mal manchmal diese Nacht? Ach nee, du musst ja arbeiten. Das kann ich nicht gucken. Ja. Läuft genau gegen genau dich übrigens. Das Nachtquiz gegen Domian, genau. Deswegen kannst du nicht sehen. Und da werden immer Spiele gemacht. Und hier hat Mandana Naderian ein Kartenspiel. Kennst du die 17 und 4? Ja? Blackjack, kann man auch sagen. Hat sie kurz erklärt. Und jetzt passen Sie bitte mal auf. Ich zeige Ihnen jetzt erstmal, wie sie es erklärt. Achten Sie mal auf die Karten. 17 und 4. Das gönne ich mir. Das ist ein Kartenspiel und da gilt es natürlich, genau 21 Punkte hier zu erzielen. Wenn Sie es noch nicht kennen, werde ich es Ihnen natürlich mal kurz präsentieren. Sie hätten zum Beispiel jetzt diese König gezogen. Ich für Sie natürlich stellvertretend. Das würde 10 bedeuten. Sie ziehen noch eine 10. Würde bedeuten, Sie lassen es natürlich, da die Gefahr viel zu groß ist, über 21 zu kommen. Jetzt wäre ich dran. Ich habe immer Pech bei Karten. Ich würde eine 2 ziehen, nehme natürlich aus Solidarität noch eine Karte. Das macht 6. Ich nehme noch eine. Sind 16. Und ich glaube, ich nehme noch eine. Das wären jetzt 19. Nehme ich noch eine? Ich glaube, da habe ich es verzockt, oder? Natürlich. Sie hätten gewonnen. Ja, soweit. Gucken Sie sich mal genau die Karten an. Der König, die 10, die 2, die 4, der Bube, die 3 und die 10. Ja, damit ist das Spiel erklärt. Mhm. Ja, man weiß, wie es geht. Jetzt passiert Folgendes. Mischt die Karten jetzt hochprofessionell und dann wird das Spiel gespielt. Passen Sie mal auf. Denn Sie sind viel näher an 21. Ich bin over the tops über den besagten 21. Also, das ist ganz leicht und Sie können bis zu 1000 Euro hier gewinnen. 013-79-600-600. Haben Sie gesehen, wie sie die Karten gemischt hat? So, und jetzt kommt die erste Telefonkandidatin, die Anneliese. Pass auf. Hallo, mit wem spiele ich? Mit der Anneliese. Anneliese, hallo. Wir legen direkt los. Ich habe ein super Blatt für Sie gemischt. Prima. Es geht los. Okay? Ja. Ich habe für Sie eine 2. Noch eine. Weiter? Ja. Das ist 6. 6, ja, weiter. Das ist 16, Anneliese. Was machen wir? Einen machen wir noch. Okay. Bedeutet, wir haben jetzt 19. Ja, dann... Lassen wir's. Pass ich, ja. Okay, dann lege ich mal einen nach. Ich habe eine 10. Nehme noch eine. Ha. Was? Ja. Gewonnen. Ja? RTL hat gewonnen. Skandal. Skandal. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder ist die Moderatorin nicht die pfiffigste. Ja. Oder RTL bescheißt die Leute. Oder? Oder? Oder die Zuschauer haben einen an der Klatsche. Ja. Das hätte die Zuschauerin doch jetzt erraten können, oder? Ja, also. Welche Zahl da kommt. Ja. So, jetzt passiert aber Folgendes. Ja. Jetzt kommt die nächste Kandidatin, beziehungsweise der nächste Kandidat. Und Mandana Naderian mischt wieder die Karten. Ja. Die sind näher an 21. Anneliese, Ihre Ehrlichkeit verschafft Ihnen ganz schön viele Sympathiepunkte bei mir. Ich danke Ihnen fürs Mitspielen. Tschüss. Ja, danke auch. Tschüss. Wissen Sie was? Ich hoffe, wir spielen gleich auch nochmal so schön. Ich starte nochmal eine Runde. 60 Sekunden. Gemischt sind die 1A, kann ich Ihnen sagen. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt bei dir anrufe? Ja? Das sind die Leute, die da verlieren, das sind die, die bei dir dann anrufen und sagen, Domian, es geht scheiße, ich habe gerade verloren. Ja? Das ist ein Skandal, ich oder? Ich tippe eher, dass das Mädel ein bisschen aufgeregt war und die das nicht richtig gemacht hat. Ich glaube nicht, dass RTL dass bewusst... Dass die sich so auf ihre Sendung konzentriert hat? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass RTL bewusst so einen Quatsch da macht. Gut, das kann einmal passieren. Pass auf das nächste Spiel, mein Mann. Ja? Ich glaube... Ich mach's mal. Ha. Hallo, wer hat's geschafft? Hallo? Helmut. Helmut, es geht direkt los. Helmut, Sie haben eine 2. Was sagen Sie denn? Weiter. Natürlich. Eine 4 macht 6. Weiter. Ein Bube macht 16. Eine noch. Okay. Gut, 19. Dann bin ich jetzt dran.
10. Ich nehme noch eine. 20. Habe ich schon wieder gewonnen. Helmut, ich habe ja heute wirklich Glück. Aber es hat Spaß gemacht, Ihnen zu spielen. Sie sind ein fairer Verlierer. Tschüss. Meine Güte, heute habe ich aber ein Glück, hä? Unfassbar, oder? Unfassbar. Aber mich wundert auch, dass die Leute das nicht gemerkt haben. Dass die Leute das nicht merken, oder? An Helmuts Stelle hätte ich doch gesagt, nach der zweiten Karte, okay, die 10 und die 3 nehme ich auch noch. Ja? Aber wahrscheinlich ist der Werbung zwischen und die haben es vergessen irgendwie. Ja, aber wenn Helmut klug gewesen wäre, hätte Helmut bei 13 schon Stopp gesagt. Ja? Dann hätte nämlich Mandana die 3 bekommen, als nächstes die 10 gezogen. Ja? Mhm. Und dann hätte sie ja noch einmal ziehen müssen und dann wäre sie raus gewesen. Ja? Aber so weit hat der Helmut ja nicht gedacht. Ich glaube, Mandana Nanderian wäre mit dieser Nummer auf jeden Fall in jedem Casino Mitarbeiterin des Monats geworden. Ja? Da kann man mal von ausgehen. Und soll ich mich hier einladen? Ja, das wäre ein Gast für dich. Wie soll ich mal anrufen? Mandana, falls du uns zuschaust, ruf mal den Domian an und sag mal, was da los war. Das wäre doch was Tolles, oder? Ihr klärt doch alle Probleme. Es ist doch ja, aber sie kann ja nicht anrufen, weil sie während meiner Sendung auch auf Sendung ist. Ach so. Das geht nicht. Natürlich. Ja, wie machen wir das denn? Aber ich glaube nicht, dass sie jede Nacht die Sendung macht. Das ist, glaube ich, so ein Team, ne, von Moderatoren. Ja, genau, das sind immer unterschiedliche. Ja. Die einen bescheißen, die anderen nicht. Sie mögen anrufen. Ich glaube, bei RTL hat sich schon der internationale Verband der Hütchenspieler gemeldet. Und hat gesagt, Freunde, so offensichtlich bescheißen wir nicht. Ja? Also ein bisschen mehr... Was ging es eigentlich? Um wie viel Geld ging es? Keine Ahnung, um 150, 500 Euro? Ja, das macht RTL nie im Leben. Ja? Also, nee. Ich glaube, das Mädchen war aufgeregt. Ja, das kann gut.